Also geboren bin ich in der Händelstadt Halle an der Saale, ohne musikalische Wurzeln da irgendwie mit verbinden zu wollen. Hab dann in Erlangen studiert, Medienwissenschaften und sagen wir mal so, mit der Grundlage bietet sich Hamburg ganz gut an, um da weiter Fuß fassen zu können nach dem Studium. Und, weil? Ja, es ist einfach eine sehr lebendige, sehr umfassende Künstler- und Kulturlandschaft hier gibt. Gerade im Musikbereich auch. Finden viele Entwicklungen statt, die einfach sehr attraktiv sind, um sich hier anzusiedeln und auch hier zu bleiben. Also auch außerhalb vom Musikbereich. Ich denke da nur an die Hafen City, die mit der Game City zusammen aufwächst so langsam und da viele Ansatzmöglichkeiten auch für Musiker bietet. Ja. Ich habe ja gehört auch, dass es am Oberhafen jetzt so ein Musikprojekt geben soll, wo viele... Ja, also ich habe da nur so ein bisschen was von gehört. Also vielleicht kannst du da noch mal kurz was drüber erzählen. Also in der Tat werden im Oberhafen 6000 Quadratmeter Hallenfläche frei, Oberhafenquartier, die jetzt für Kulturschaffende und Kreative vermietet werden sollen. Und da wird es demnächst auch noch mal ziemlich spannend werden. Also da sind wir jetzt in der letzten Phase, in der letzten Auswahlphase. Und jetzt geht es quasi um die Realisation, welche Projekte wie da in die Hallen reingebaut werden können. Okay. Und genau, also da wird sich nochmal so ein kulturelles Zentrum ansiedeln. Aber da ist ja nicht nur Musik, also da ist dann auch... Nee, alles Tanz, Mögliche. Oder? Da ist sogar Parcours ist da, Galerien, Bildhauer, alles Mögliche eigentlich. Und also wir haben uns ich habe zusammen mit vier weiteren Projektpartnern mich zusammengetan zur Musikhafen EG, also es soll eine Genossenschaft werden, die sich tatsächlich auf Tanz, Performance, Studioaufnahme, Produktion, alles spezialisiert und sich untereinander so ein bisschen die Projektbestandteile aufteilt. Ich muss dazu sagen, ich habe ja die ganze Geschichte hier erst letzten November gegründet, also erst überhaupt das Studio aufgemacht und meine Dienstleistung als Musiker eben angeboten im kommerziellen Bereich und habe seitdem für ganz unterschiedliche Sachen Musik gemacht. Also hauptsächlich habe ich mich in der Zeit auf kleinere und Kleinstproduktionen beschränkt und also gerade auch auf Kurzformate, also sowas wie Trailer und Teaser, kurze Imagefilme oder kurze Werbefilme, weil das einfach sich so herausgestellt hat, dass mir das eigentlich ganz gut liegt. Und ja, entsprechend habe ich für einen Spieleentwickler da ein bisschen mitgearbeitet an der Werbung und an einem Trailer. Habe auch für einen Kumpel von mir den Kurzfilm mitvertont. Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, wie das ist, wenn man tot ist? Ich meine, ist dann da gar nichts mehr? So. Gar nichts? Dieses ganze Pärchen liegt im Bett und philosophiert über Leben und Todzeug. Ich meine, das will doch keiner mehr sehen, oder? Weißt du aber schon, dass es anstrengend ist auch, ne? Für dich nicht, schon klar. So eine richtig Wahnsinnige? Nee, war ich noch nicht. Aber das kriege ich bestimmt ganz gut hin. Und ja, so verschiedene Sachen. Eventfilm war noch mit dabei, wie gesagt, jetzt... so ein, zwei Angebote, die leider über die Angebotsphase nicht hinausgekommen sind. Orchestrales Zeug und aus dem Rock- und Metal-Bereich. Ja. Also ganz unterschiedlich. Es ist echt, ich habe auch zum Beispiel für ein kleines, für einen Start-up-Helfer, okay, die Musik für den Präsentationsfilm gemacht. Ja. We'll be right back.
Also es ist ganz unterschiedlich. Aber es ist auch genau das, was ich mir vorgestellt habe vorher. Also ja, kleinere Sachen, die was Besonderes sein wollen. Ja, ich komme aus dem Rock, eigentlich sogar aus dem Metal, Death-Metal-Bereich. Ich als gebürtiger Hallenser komme ich aus einer sehr lebhaften Death-Metal-Szene, mit der wir wirklich den Großteil unserer Jugend am Wochenende verbracht haben. Also ja, gerade in der Zeit in Erlangen war ich großer ISIS-Fan. Mhm. Die gibt es ja nun leider seit 2005, glaube ich, nicht mehr. Die haben sich selber immer so als Avantgarde-Metal bezeichnet und haben echt irre Lieder geschrieben und irre Strukturen gehabt mit einem geilen Sound, der gleichzeitig hart, aber auch was Tiefsinniges hatte. Und das hat mich echt sehr mitgenommen irgendwie. Und die habe ich hoch und runter gehört. Ich habe alle Alben von denen wirklich bis ins kleinste Detail durchgehört. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch ein bisschen geändert. Der Musikgeschmack ist ein bisschen weiter geworden und auch die Arbeit an der Gitarre jetzt in der Band, das hat sich auch geändert. Wir sind jetzt irgendwo beim Hard Rock, Heavy Rock angekommen. Mhm. Ob sich das jetzt auswirkt, würde ich so nicht sagen. Das ist was ganz anderes. Also die Band ist wirklich so das aktive Musiker-Dasein und auf die Bühne gehen und da arbeiten. Und hier im Studio nehme ich lediglich die Fertigkeiten, die ich davon habe, mit und arbeite die mit ein, wenn es jetzt um ein spezielles Projekt geht oder dergleichen. Also beim Film ist es natürlich was ganz Spezielles, weil der Regisseur selber ja auch eine ganz konkrete Vorstellung meistens hat. Also na gut, mal mehr, mal weniger konkret. Das muss ich natürlich dann irgendwo zusammenfinden, was ich mir dabei denke und was sich der Regisseur dabei denkt. Ganz wichtig finde ich immer, also ich kann da natürlich nur aus meiner Sicht reden, dass ich den visuellen Eindruck habe. Den brauche ich einfach. Sozusagen mit verschlossenen Augen, blind auf irgendwas arbeiten, fällt mir schwer, wenn man so sagen will. Ich krieg einfach keinen Zugang zum Material und kann schlecht das als Sound rauskristallisieren, was visuell nachher passieren soll. Weil das einfach, ja, das hängt zu sehr zusammen, als dass ich das irgendwie getrennt voneinander machen könnte. Ja. Und deswegen, ja, also der Zugang ist tatsächlich so, dass ich möglichst früh im Prozess mir die Produktion anschaue, mhm, Bilder anschaue, die Charaktere kennenlerne, mit dem Regisseur spreche, was ungefähr als Atmosphäre da sein soll, was vielleicht auch schon an klanglichen Eigenheiten da sein soll. Also ob es jetzt ein klassischer Soundtrack sein soll oder ob was sehr Spezielles ausprobiert werden soll. Mhm. Das passiert schon relativ früh im Prozess und ist dann auch ein entscheidender Schritt für die Produktion. Okay.